Hallo ihr Mutigen, der Wilde hier. Heute nicht mit großartigen Angriffen in dem Video, sondern heute geht es mal um die ersten Informationen zum Frühjahrsupdate. Na, da erwarten wir in den nächsten Wochen einige Neuerungen. Die ersten Inhalte wurden heute bekannt gegeben. Zuallererst geht es mal darum, keine Unentschieden mehr zu generieren bei den Kämpfen. Bis jetzt ist ja so, Anzahl der Sterne geht vor, dann kommt die Anzahl der Prozente, die du zerstört hast. Sind beides identisch, gibt es ein Unentschieden und keiner kriegt was. Ziemlich doof, kommt ja auch gerade auf den kleineren Rathaus-Leveln, Bilderhut-Leveln. Kommt es immer mal wieder vor, dass da Serien von 100 zu 100 kommen. Das soll da jetzt ausgeklammert werden. Wie machen Sie es? Ganz einfach, wenn beide dasselbe Ergebnis erreichen, nach den ersten beiden Kriterien zählt als Gewinner immer der, der schneller war. Na, also wenn du 2 Minuten 30 brauchst, dein Gegner 2 Minuten 40, um die 3 Sterne zu machen, hast du gewonnen. Na? Alles wunderbar. Ja, das macht es dann mit Sicherheit ein bisschen interessanter. Dann kommen wir zu Punkt 2. Wartezeiten für Truppenausbildung fallen flach. Genauso Regenerationszeit der Kampfmaschine. Also das, was wir jetzt aktuell haben, wenn ich hier einfach mal angreife. Ihr wisst, ich bin kein Builderbase-Freak. Ja, ich mache das einfach nach Lust und Laune. Und absolutem Gutdünken. Und ballert da einfach mal alles rein. Schön ist, dass ich da so wunderbar direkt an den Lava-Werfer rankam, denn der ärgert die Packers und auch die Cannon-Cards vor allem sehr, sehr gerne. Geht's also ganz gemütlich rein. So, den ersten Stern haben wir schon mal. Zwei Packers, Kampfmaschine noch am Leben. Okay, Kampfmaschine nicht mehr am Leben. Cannon Card schafft es auch nicht ganz da oben durchzubrechen, aber naja. Geht ja nur darum, euch zu zeigen, was eben in Zukunft nicht mehr passiert. So, alles tot. Wunderbar. 39% ein Stern, ole ole, große Leistung. So, und jetzt gucken wir drauf, 54 Sekunden pro Lager, über 4 Minuten für die Kampfmaschine, das gibt es demnächst nicht mehr. Wenn der Angriff fertig ist und euer Gegner auch fertig ist, sind sofort alle Truppen da, ihr könnt sofort weitermachen. Also wenn wir mal sagen, wir brauchen im Schnitt 2,5 Minuten, dann machst du in 10 Minuten 4 Angriffe ohne Pause durch. Ja, kannst dir ausrechnen, was da am Tag zusammenkommt, wenn du Spaß dran hast. Wird einen schönen Nebeneffekt geben. Ja, jetzt geht es hier so bis 6,4, 6,5. Ich denke mal, wir sehen da in Zukunft dann auch 7, 8 oder 10.000 Pokis, weil einfach viel, viel häufiger angegriffen werden kann. Und die, die wirklich nur Nachtdorf spielen oder fast nur. Ja, und dann wirklich mal, ne, 2, 3 Stunden durchgängig nur angreifen und das entsprechend auch können, werden natürlich Pokis sammeln wie doof. Ne? Also da wird es absolut neue Rekorde geben, ist so zu erwarten. Naja, ne, das fällt alles weg. So, zurück zu den Infos. Denn, das ist noch nicht alles, der Uhrenturm wird verändert. Denn klar, bis jetzt war der dafür da, um deine Truppen schneller wieder zu einsatzfähig zu haben. Braucht's nicht, weil die hast ja sowieso sofort wieder alle am Start. Von daher wird der verlängert und verstärkt. Also statt achtfacher Geschwindigkeit bringt der Uhrenturm, wie er das ursprünglich schon mal hatte, zehnfache Geschwindigkeit und die Schubdauer steigt von minimal 3 über die neuen Level
Nee, 8 Level auf 11 Minuten mit einer Minute pro Level. So war das jetzt, ne? Mit Level 1 hast du 3 Minuten, mit Level 2 4, mit Level 9 halt 11. Steigt jetzt, Quatsch, mit Level 8 hast du 11. So, das war's. Steigt jetzt mit Level 1 auf 14 Minuten, mit Level 8 auf 30 Minuten. Also pro Level kriegst du 2 Minuten nochmal oben drauf. Heißt also, du machst mal eben 30 Minuten lang zehnfache Geschwindigkeit, also nimmst du in einer halben Stunde mal eben 5 Stunden von der Uhr. Na, 300 Minuten halt. Ist nicht übel. Dafür kannst du ihn seltener nutzen, nämlich, ich sag mal so im Schnitt einmal pro Tag, ne? 22 Stunden kannst du zweimal starten, aber nicht durchgängig. Na? Dafür gibt es aber die Kosten für das Entfernen der Abklingzeit vom Uhrenturm. Weiß ich gar nicht, wenn ich den jetzt, müssten wir 11 Minuten warten, das hilft ja nicht. Ist auf jeden Fall im Moment richtig teuer, wird demnächst günstiger. Auch damit wieder mehr das nutzen und entsprechend wieder mehr Gems fließen an Supercell zurück. Ist doch klar. Na, die wollen ja auch was davon haben. Also, da ist einiges in der Mache. Quatsch. Und das sind ja nur die ersten Informationen zu diesem Update. Na, ein kleiner Teil davon. Von daher können wir uns auf viel, viel mehr noch im Tagdorf freuen. Da wünsche ich viel, viel Spaß. Was ich erwarte, sind A, natürlich ein paar neue Mauern. B, schätze ich mal, wird es auch vielleicht ein Bogenturm-Level geben und ein zusätzliches Magierturm-Level, denn das Design, was der Magierturm jetzt hat, kann nicht das Enddesign sein. Ja? Das Design ist so irre gut. Insgesamt auf Rathaus 13 finde ich sehr, sehr ansprechend. Aber nee, na, da kannst nicht diese hässlichen Magiertürme behalten. Da kommt noch ein Level oben drauf, bin ich mir ziemlich sicher. Womit ich auch ziemlich sicher rechne, ist noch eine dunkle Truppe ab Rathaus 12. Na, die fehlt noch und vielleicht gibt es ja auch noch einen Zauber. Warten wir es ab. Na, aber das wird nicht alles auf einmal kommen. Das wird in den nächsten Updates Stück für Stück kommen. Wenn ihr da Ideen habt, schreibt sie gern rein. Freue ich mich drauf, da zu hören, was ihr euch so denkt, was kommt. In jedem Fall, Builderbase wissen wir also jetzt schon mal Bescheid. Wenn die nächsten Nachrichten kommen, werde ich euch das mal kurz eben durchquatschen. Ich wünsche in jedem Fall viel, viel Spaß und freue mich da auf eure Reaktionen. Bin gespannt, wie ihr das seht, was da noch so auf uns wartet. Na, bis dahin, sage ich erstmal, bleibt mutig, viel Spaß beim Clashen und bis zum nächsten Video. Bye bye, der Wilde.